Hallo meine Lieben, mein Name ist Julia Rawson und heute möchte ich nochmal schnell ein kleines Rezept zeigen, was jetzt eigentlich so nicht geplant war. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal jetzt die Kamera mit dazu und zeige euch, wie ich eine sehr leckere, super coole Tomatensuppe zubereite mit Macadamia-Nüssen und Tomaten. Und es wird auf jeden Fall eine sehr cremige Suppe und vor allen Dingen eine sehr leichte Suppe. Ich nehme den Vitamix Pro 750, das ist immer das Gerät, was ich so benutze. Der hat eine Suppenfunktion, nur ist es so, wenn man die Suppe so ungefähr so 4 bis 5 Minuten in der Suppenfunktion laufen lässt, also durch das Rotieren, wird die Suppe ja sehr warm und irgendwann erhitzt sie dann und dann ist es keine Rohkostqualität mehr. Deswegen versuche ich das heute mal auf eine andere Art und Weise. Ich habe jetzt früher immer meinen alten Mixer, den alten Vitamix benutzt, den TNC für Suppen. Da konnte man die ganz gut aufwärmen. Heute benutze ich mal warmes Wasser zusätzlich, so dass ich die Suppe nicht so lange im, sag mal, rotieren oder mixen lassen muss. Und vor allen Dingen das Schöne ist an rohen Suppen, dass halt natürlich noch alle Nährstoffe enthalten sind, vor allem die Enzyme. Und die Enzyme sind das, was sozusagen die tote Nahrung von der lebenden Nahrung unterscheidet. Also die lebende Nahrung hat natürlich wahnsinnig viele Enzyme und das macht die Nahrung sozusagen lebendig. Und lebendige Nahrung ist natürlich auch sehr gut für uns Menschen, weil das heißt, wir lebendige Nahrung kreieren lebendige, ja, vibrierende, gesunde Zellen. Also fangen wir einfach mal an mit der Suppe und ich zeige jetzt mal kurz die Zutaten. Was da so alles drin ist. Also wie gesagt, es ist total simpel und super easy, aber super lecker. Als erstes seht ihr hier die Macadamia-Nüsse. Super, super lecker. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die jetzt richtig ausgesprochen habe. Macadamia-Nüsse. Vor allen Dingen haben die sehr viel gesundes Fett und ich weiche die immer vorher so ein bisschen in Wasser ein, da Nüsse sich so etwas leichter verdauen lassen. Bei den Nüssen ohne braune Schale muss man die allerdings nicht so lange in Wasser einweichen. Die mit der braunen Schale muss man etwas länger in Wasser einweichen. Aber ich mache das jetzt einfach mal so, damit das dann noch ein bisschen cremiger wird und bekömmlicher, die Suppe. Genau, und hier habe ich Tomaten, Lycopin natürlich sehr viel drin, sehr, sehr gut für die Haut. Ein super Anti-Aging-Mittel. Also ich liebe Tomaten, gehört zu eins meiner Lieblingsnahrungsmittel. Ja, und hier habe ich noch ein bisschen Salz und Pfeffer und das war es eigentlich schon.